Hallo und herzlich willkommen bei Chefautomobile und in Ihrem neuen Zuhause. Denn wir haben jetzt auch Camper bei uns am Lager stehen. Heute machen wir mal so ein bisschen MTV Crib Tour durch meinen neuen Camper. Und zwar den Bulli T6.1 Coast Edition mit der 150 PS Maschine und dem DSG-Getriebe. Wie Sie schon sehen, ich sitze hier super entspannt auf meiner neuen Veranda mit Markise. Das heißt, selbst bei Regen, Sturm, Hagel sind sie top aufgestellt. Und hinter mir dann direkt meine Zwei-Zimmer-Wohnung. Wenn Sie einfach mal mit reinkommen, ich nehme Sie mal mit auf eine kurze Tour. Wir haben hier natürlich unten die Sitzbank zum Klappen. Hier unten eine riesige Schublade mit allen möglichen Verstaumöglichkeiten. Dieser Hebel ist, um die Bank zu verschieben. Auf der anderen Seite, wenn ich mal reingehe in mein Wohnzimmer, haben wir dann den Hebel für die Schublade. Hier alle möglichen Sachen mit drin. Die Kurbel für die Markise, der Feuerlöscher, den man natürlich auch braucht, hier für unseren Gasanschluss und noch ein bisschen Fußmatten und so weiter und so fort. Hier nochmal eine weitere tolle Schublade für alle möglichen Kleinigkeiten. Den Vorleger für die Veranda oder für den Markisenbereich, Handtücher, alles mögliche kann man hier richtig gut verstauen. Dahinter ist dann gleich meine Küche, alles mit dabei, super praktisch gemacht mit Glasabdeckung, das heißt während der Fahrt kann hier nichts passieren. Hier unten die Schalter zum Lösen der Verriegelung, dann kann ich hier direkt aufklappen, habe dann mein Gasherd hier mit dabei, rechts daneben direkt mein Spülstein inklusive klappbaren Hahn, hier mein Becken mit dabei. Wasseranschluss habe ich draußen, kommen wir gleich später noch dazu. Und natürlich links daneben noch mein Kühlschrank. Hier sogar mit Reinhängekorb. Das heißt, wir haben hier wirklich alles mit dabei, was man braucht. Für Eis, für Crush Eis, für Kleinigkeiten. Sonst halt für die größeren Flaschen einfach reinstellen. Das passt super. Wenn mein Kühlschrank zu ist, habe ich hier oben eine Top-Arbeitsfläche, um zu schneiden oder halt auch zu essen, wenn ich mich hier auf diesem Platz befinde. Sonst haben wir natürlich die Möglichkeit, hier den Tisch noch hervorzuholen. Den ziehe ich bis vorne raus. Kann ich jetzt natürlich auch hochklappen mit dem Bein unten drunter. Das noch rausklappen, dann steht der super stabil. Auch als Arbeitsfläche zu nutzen oder als Esstisch in großer Runde. Denn wir haben hier in dem Fahrzeug natürlich auch die Drehsitze vorne mit dabei. Das heißt, Fahrer- und Beifahrersitz kann man drehen und man kann dann auch ganz entspannt zu viert essen. Also auch in größerer Runde oder mit Familie. Super praktisch, meine Zwei-Zimmer-Wohnung auf vier Rädern. Hier unten haben wir nochmal Stauraum. Ganz normal Regale. Auch immer mit Schutz vorne, dass es nicht nach vorne rausrutscht. Alle Türen natürlich gesichert. Das heißt, ich kann die nur öffnen, wenn ich den Griff auch dementsprechend betätige, dass das halt nicht während der Fahrt aufgeht. Das gleiche habe ich natürlich auch nochmal auf der anderen Seite. Hier mit ein bisschen anderer Aufteilung, damit ich auch größere Sachen verstauen kann. Diese Seite ideal für Töpfe, die andere Seite eher für Gewürze und Kleinkram. Genau. Über mir natürlich direkt mein Bett. Wir haben es eben schon gesehen, wir haben hier das Aufstelldach. Da machen wir gleich einfach mal einen kleinen Cut und filmen da oben mal rein, weil ich glaube, Herr Mieter und ich jetzt zu zweit, das wäre ein bisschen kuschelig da oben. Ist aber natürlich für zwei Personen ausgelegt, also für schöne Stunden zu zweit natürlich immer super. Ja, hinten Klimabedienteil haben wir natürlich mit dabei hier hinten. Bei diesem Fahrzeug noch mit der Originalschutzfolie drauf. Wir haben hier nochmal die Möglichkeit, das zu öffnen, zu schließen. Und halt ein aus Temperatureinstellung.
alles Weitere. Klima bedient halt natürlich sonst auch vorne. Natürlich ist bei diesem Fahrzeug auch die Standheizung mit dabei. Wir haben hier den klassischen VW Standheizungsschlüssel, sonst natürlich auch programmierbar über den Monitor vorne drin, der mit dabei ist. Genau, soweit erstmal zum Wohn-Essbereich im Fahrzeug. Wie gesagt, gleich einen kleinen Schwenk nach oben nochmal ins Schlafzimmer. Hier unten der Wohnbereich, wie man es klassisch aus der Wohnung auch kennt, natürlich auch umfunktionierbar für Gäste. Das heißt, man hat hier quasi eine Klappcouch oder eine Liegecouch, die ich mit umklappen kann. Dann habe ich hier nochmal eine Liegefläche für zwei weitere Gäste. Also wie gesagt, zu viert auch super nutzbar, das ganze Fahrzeug. Ich würde sagen, ich nehme sie einfach mal mit hinten zu meinem Kleiderschrank. Gehen wir jetzt mal hin. Vorsicht mit den Stühlen. Die räume ich mal ein bisschen zur Seite. Das ist halt keine Luxus-Zwei-Zimmer-Wohnung, sondern eher was für kuschelige Stunden. Hinten die riesen Heckklappe mit den Dämpfern natürlich, dass die ein bisschen einfacher zuzumachen ist. Wir haben hier natürlich auch die Zuziehhilfe mit dabei. Hier oben kommen wir dann gleich zum ersten Teil meines Gartenschuppens quasi, denn hier habe ich meine Campingstühle immer mit drin. Ganz einfach hier nochmal mit Rutschfunktion, sonst einfach reinschieben, passt optimal. Dann wie gesagt Anti-Rutschfunktion oder hier die Halter, den Clip einmal reinklippen und dann gut verstauen und verzurren. Das mache ich wieder zu. Dann nehme ich sie mit in meinen Kleiderschrank. Wir haben hier erstmal das kleinere Fach für Socken, kleinere Handtücher, Kulturtasche, Unterhosen, alles Mögliche. Dann haben wir natürlich hier auch nochmal die Möglichkeit, das aufzuschieben, von der anderen Seite nochmal reinzugreifen. Das heißt, ich kann hier die ganze Ecke aufmachen für den einfacheren Zugang. Ich habe aber natürlich auch, wenn ich das schließe und einfach mal die zweite Tür aufmache, großen Stauraum für Sachen, die ich aufhängen möchte. Wie wir sehen, auch da können wir die Ecke ganz öffnen. Da ist ein kleiner Spiegel mit dabei, kann optimal genutzt werden als Schminkspiegel oder morgens zum Zähneputzen, dass man auch wirklich alle Ecken erwischt. Hier finden wir direkt meine Matratze. Das ist die Komfortauflage, also schon direkt wie so eine Art Topper beim Bett. Die Leute, die sich mit dem Bettkauf jetzt in Corona-Zeiten beschäftigt haben, wissen, wovon ich spreche. Darunter die normale Matratze. Das heißt, wir haben quasi nochmal diese Komfortauflage, damit man nochmal weicher und sanfter schlafen kann. Hier oben meine Lautsprecher, natürlich schön weiß verkleidet, dass ich mir da auch nicht den Kopf stoße, wenn ich dann morgens aufstehe. Und sonst haben wir alles dabei. Hier oben noch der Halter für das Sonnenschutzrollo, was man hier natürlich rausziehen kann, dass dann auch schön dunkel wird im Fahrzeug. Das gleiche Sonnenrollo haben wir auch nochmal an meiner Terrassentür quasi. Und hinten auch nochmal der Lichtschalter, dass wenn ich dann im Bett liege, ich das Licht auch ein- und ausschalten kann. Das heißt, wenn ich nachts mal auf Toilette müsste, WC ist leider nicht an Bord, kann ich hier aus der Liegeposition nochmal schnell das Licht einschalten, finde den Weg aus meiner Terrassentür, stolper nicht über meine Stühle und kann mich dann auf den Weg machen zum WC. Das erstmal soweit von hier hinten. Eine Sache hätte ich fast vergessen. Wir haben hier, wie schon eben angesprochen, den Wasseranschluss. Das heißt, super convenient, hier alles mit dabei. Hier auch nochmal das Zeichen für den Wasserhahn. Da einfach anschließen, damit ich meinen Wassertank auffüllen kann für meine portable Küche. Jetzt machen wir die Klappe zu. Wie gesagt, ziemlich schwer das Ganze. Dadurch, dass die Dämpfer halt das ganze Gewicht von den Stühlen und so weiter und so fort noch tragen müssen, ein bisschen drücken, aber mit Zuziehhilfe alles kein Problem. Auf dem Weg zum Fahrerhaus ist hier auch nochmal ein Wasseranschluss extern. Das heißt, wenn ich auf dem Campingplatz stehe, schließe ich das hier auf, schließe das hier nochmal an. Auch nochmal Strom mit dabei. Oben in der Klappe nochmal alle Kennungen, damit man da auch nichts Falsches anschließt und damit das einwandfrei sicher läuft. Hier mein Küchenfenster. Das heißt, ich kann von innen, wenn ich mal ein bisschen was Deftigeres koche, wo es ein bisschen raucht oder ein bisschen Rauchentwicklung stattfindet, mache ich einfach das Fenster auf. Super Dunstabzugshaube, zieht dann alles raus. Hier sehen wir dann auch gleich meinen wunderschönen Ausblick aus meinem zweiten Schlafzimmer mit Fenster zur Seite und natürlich auch nochmal mit großem Fenster nach vorne, was wir gleich nochmal sehen. Dass man da einfach ein bisschen durchlüftet, damit es nicht so mieft
und damit man auch nochmal rausgucken kann, in den frühen Morgenstunden Sonnenaufgang oder in den Abendstunden Sonnenuntergang genießen kann. Dann kommen wir, denke ich mal, zu einem der wichtigsten Aspekte, dem Fahrerhaus. Ich setze mich einfach mal rein. Wir haben hier vorne bei dem Fahrzeug den schönen Teppichboden. Das heißt, hier kann man auch mit Socken oder barfuß fahren. Man fühlt sich hier super wohl. Oder wenn man auf dem Campingplatz steht, einfach mit barfuß ins Auto. Alles kein Problem. 6.1 ist super, weil wir haben schon das neue Lenkrad, das neue Infotainment-System. Bei diesem Fahrzeug sogar das virtuelle Cockpit. Das heißt, wir haben hier echt keinen Haken ausgelassen oder kein Kreuzchen beim Konfigurator. Rückfahrkamera ist natürlich mit dabei, weil wenn man so ein großes Fahrzeug auf engen Campingplätzen rangiert, kann ja immer mal sein, dass man da nochmal genauer hingucken möchte, dass man sich keine Beule reinfährt, denn super günstig ist so ein Bulli ja jetzt auch nicht. Vorne haben wir auch nochmal die Rollos, natürlich zur kompletten Verdunklung. Die ziehe ich rein, habe dann hier in der Mitte meine Haken, wo ich die einrasten kann und unten nochmal, dass es hier echt super dunkel wird. Bei dem Auto die Automatik mit dabei, das heißt super komfortables Fahren. Wenn ich mal länger im Stau stehe, brauche ich mir da keine Gedanken machen, dass ich um die Kupplung kommen lassen muss, dass ich wieder anfahren muss. Das super komfortabel. Natürlich auch Assistenzsysteme mit dabei. Wir haben die Verkehrszeichenerkennung mit an Bord. Wir haben den Abstandstempomaten mit an Bord und die Geschwindigkeitsregelanlage. Was auch toll ist, wenn man jetzt mal in den Norden fährt, wo es ja auch relativ früh sehr, sehr dunkel wird, oder jetzt auch zur Winterzeit bei uns hier in den Breitengraden, haben wir das große Lichtpaket mit dabei. Das heißt, wir haben die LED-Scheinwerfer plus Fernlichtassistent. Das ist eine super Sache, finde ich. Dadurch, dass man halt einfach dann nochmal für alle Tages- und Nachtzeiten super aufgestellt ist, super Visibility nach vorne, alles wird hell ausgeleuchtet. Das ist echt ein großer Vorteil. Sonst gibt es jetzt hier nicht mehr so viel zu erklären, außer vielleicht hier oben den Display noch, den ich eben schon mal erwähnt habe. Den kann ich auch anmachen, wenn ich die Zündung nicht aktiviert habe. Da kann ich meine Standheizung programmieren. Da kann ich nochmal die Batterieladestände mir anschauen. Wenn wir haben ja hier nicht nur die Batterie zum Motor starten, sondern auch zwei externe große Batterien für den ganzen Strom, für die Lichter und für die ganzen Accessories, die in dem Auto verbaut sind. Hier kann ich das alles sehen, wie geladen sind die, wann muss ich die nachladen, wie lange dauert es, bis sie wieder vollgeladen sind, Standheizungsprogrammierung und noch so zwei, drei Gimmicks wie die Levelierung des Fahrzeuges, ob es gerade steht und all solche Sachen, denn das ist wichtig für die Markise, wenn wir die rausklappen wollen. Genau, und sonst eigentlich, wie wir es schon in unserem Multivan-Video auch erklärt haben, das Fahrzeug ganz normal wie ein normaler Bulli zu bedienen. Dann würde ich sagen, gehen wir noch einmal außen rum am Fahrerhaus oder an den zwei Gästeplätzen dran vorbei. Hier auch nochmal schöne California Badge, dass auch jeder weiß, dass es hier ein schönes, ordentliches Auto ist. Dann wie gesagt die neue Front hier mit den LED-Blinkern, LED-Scheinwerfern für die beste Sicht. Das Fahrzeug ist jetzt kein 4Motion. Wir können aber natürlich auch 204 PS 4Motion auch besorgen. Das ist gar kein Problem. Das wie gesagt der 150 PS Fronttrieb, aber auch mit dem Auto ist man eigentlich PS-technisch richtig gut aufgestellt. Da kann einem nichts passieren, da ist man immer gut auf der Autobahn auch mit dabei. Dann haben wir vorne nochmal mein großes Schlafzimmerfenster, was wir hier sehen. Da kann man dann nochmal rausschauen. Bei dem Fahrzeug ist auch die Bettverlängerung mit dabei, das heißt wir haben nochmal so ein kleines Holzstück, was ich da oben einsetzen kann, dass ich dann die 35, 40 cm noch mal mehr habe, dass dann auch größere Leute über 1,90 da komfortabel drin schlafen können. Ich denke mal, das soll es von meiner Seite erstmal gewesen sein. Ich bin auf alles eingegangen. Markise einfach rauszukurbeln. Auch hier super stabiles Material, da kann nichts passieren. Da kann man auch noch bei geöffneter Markise die Tür aufmachen, um vorne nochmal Sachen rauszuholen oder reinzupacken und nochmal einzusteigen. Nur beim Zumachen sollte man es ein bisschen anheben, damit es nicht einklemmt, aber funktioniert einwandfrei. Markise inklusive Markise Schiene bei diesem Fahrzeug in Schwarz, passend zu den Edition Außenspiegeln. Ich finde das Auto super stimmig in dem Candy White mit den Edition Aufklebern, dann diese schwarzen Akzente durch die Spiegel und durch die Markise. Mir gefällt das Auto richtig, richtig gut. Deswegen habe ich mich auf diese Zwei-Zimmer-Wohnung entschieden, die aber natürlich trotzdem weiterhin zum Verkauf steht. Das heißt, wenn Sie da irgendwelche Fragen haben, gerne anrufen, auf Instagram eine E-Mail schreiben oder einfach unten in die Kommentare.
Wir werden das auf jeden Fall beantworten. Wenn da Wünsche sind, zum Beispiel eine Two-Tone-Lackierung. Wir haben ein super schönes Auto im Vorlauf, das ist unten schwarz, oben Mojave beige, 204 PS 4Motion, Vollausstattung, der hat innen sogar Leder, elektrische Türen, das große Discover Media Pro Navi. Gerne auf uns zukommen, gerne Bescheid sagen, dann geben wir da auch nochmal nähere Informationen zu. Ich würde sagen, ich mache es mir erstmal wieder bequem in meinem Fahrzeug. Ich lege mich erstmal noch eine Runde schlafen, bis Sie anrufen, und würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Chef Automobile. Schönen Tag noch, schönen Abend noch, schönes Wochenende noch. Ich bin raus. Ciao, ciao.